Ja, heute möchte ich dir zeigen, wie ich mit Barchart die richtigen Underlyings für meine Covered Call Strategien finde. Wenn dich das und mehr interessiert, dann bleib dran. Herzlich willkommen bei Options for Winners. Mein Name ist Thorsten Ebert und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Optionshandel salonfähig zu machen. Heute besprechen wir mal wieder die Covered Call Strategie, eine sehr beliebte Strategie und bei der Auswahl des richtigen Underlyings auch eine sehr profitable Strategie. Ich zeige dir heute, wie ich bei barchart.com vorgehe, um einen potenziellen Kandidaten für diese Strategie zu finden. Wenn dich das und mehr interessiert, dann bleib dran. Ja, bevor wir mit dem Covered Call Screener in barchart.com anfangen, möchte ich noch mal ganz kurz erklären, was eigentlich hinter der Covered Call Strategie steckt. Es ist eine gedeckelte Strategie, wie der Name es schon vermuten lässt. Und dafür brauchst du bei der klassischen Covered Call Strategie einen Aktienbestand und zwar 100 Aktien, weil die Aktienoption als solche in der Regel eine Kontraktgröße von 100 Aktien hat. Das heißt, wenn du die Aktien noch nicht im Depot hast, musst du dir die natürlich ins Depot holen. Kannst du auch auf unterschiedliche Wege machen. Wir machen es jetzt mal einfach, dass wir diese 100 Aktien kaufen. Das heißt, du kaufst die jetzt zu einem Preis von 34,11 und dann kommen die ins Depot. Das heißt, Kauf von 100 Aktien zu 34,11. Das heißt, du hast jetzt eine Investition zu Beginn von 3.411 US-Dollar. Die hast du jetzt und jetzt machst du das nächste. Du schreibst jetzt eine Call-Option darauf. Das heißt, du verkaufst eine Call-Option. Und da kannst du natürlich nach deinem Gusto den Strike-Preis wählen, ja, zu welchem Preis die Aktie wieder aus deinem Depot genommen werden soll, falls dieser Strike-Preis tangiert wird. Und natürlich auch die Laufzeit. Und wir nehmen jetzt einfach mal einen Preis von 35 an, ja, und eine Laufzeit, ich weiß es nicht, nehmen wir mal einen Monat, falls es möglich ist, werden wir gleich sehen im Screener. Und dafür bekommst du natürlich eine Prämie. Ja, das heißt, diese Short Call bringt dir eine Prämie. Und die Prämie, ja, die Prämie hängt natürlich von unterschiedlichen Faktoren ab. Das heißt, es ist natürlich immer die Frage, wo du jetzt den Strike-Preis setzt. Das hängt von der, hängt natürlich dann auch, oder ist natürlich ein Punkt für die Höhe deiner Prämie, wie hoch die Laufzeit ist, länger Laufzeit, mehr Prämie und natürlich ganz wesentlich für uns Optionshelden, da ist die Volatilität. Hohe Vola bringt natürlich auch mehr Prämie als eine niedrige Vola. Ja, was passiert jetzt, wenn die Aktie sich aber unterhalb des Strike-Preis weiterentwickelt? Ja, das heißt, diesen nicht tangiert. Ja, du behältst so oder so deine Prämie, die du zu Beginn bekommen hast, als du die Call-Option verkauft hast und die Aktien bleiben weiter im Depot. Ja, was passiert, wenn jetzt aber die Aktie steigt? Ja, dann passiert Folgendes. Du kriegst die Aktie 100 Stück, a 35 Dollar, wenn das der Strike-Preis ist, aus deinem Depot genommen. Das heißt, dann hast du 3.500 Dollar bekommen und bezahlt hast du dafür 3.411. Das sind dann 89 Dollar Gewinn durch die Veräußerung der Aktie und als nächstes natürlich noch die Prämie, die du verdient hast. Und das bringt dir eigentlich eine ganz ordentliche Rendite. Und das gucken wir uns jetzt auch im Covered Call Screener in barchart.com an. Da zeige ich dir, welche Settings ich vornehme, um meine Kandidaten für diese Strategie zu finden. Wir sind hier bei barchart.com. Du gehst hier auf Options, du gehst hier auf Covered Calls und schwuppdiwupp kommst du zum Covered Call Screener. Ich habe es dir eben schon gesagt, ich habe einen Bezahl-Account. Das ist jetzt keine Werbung, das ist jetzt einfach nur gezeigt, wie ich es mache. Auch die Aktien, die wir uns jetzt hier gleich anschauen werden, ist keine Empfehlung. Es dient lediglich den Lehrzwecken. Wenn du Bezahl-Account hast,
dann hast du auch die Möglichkeit, hier Filter zu setzen. Und das machen wir mal. Wir holen uns technische Unterstützung. Wir wollen ja Werte haben, die auch zukünftig steigen. Dann nehmen wir den Stochastic D. Den kennst du auch schon von der Erklärung meines O4W Best Indicators aus den vergangenen Videos. Und den suchen wir uns mal jetzt mit 14 Tage raus und sagen, er soll höher als 50 sein. Also, ob du jetzt 14 Tage nimmst oder 7 Tage, das ist jetzt nicht so wild. Der 7 Tage ist natürlich reagibler als der 14 Tage. Als nächstes holen wir uns noch den RSI hinzu. Nehmen wir auch 14 Tage und sagen natürlich auch für den 50. Dann könnten wir natürlich noch sagen, wir suchen uns ein Moving Average raus. Das lassen wir jetzt sein. Wir gehen jetzt erstmal so weiter, gucken uns an, wie viel werden gefunden. Aber was mir wichtig ist, ist doch schon die Volatilität. Ich will jetzt nicht eine zu geringe Volatilität haben. Das heißt, die Vola, die sollte schon über 40 sein. Und dann natürlich noch der Preis. Wir müssen ja jetzt zu Beginn investieren und nicht jeder hat Millionen auf dem Konto. Deshalb wähle ich jetzt natürlich auch einen Preis, der für viele zu vertreten ist. Und da nehme ich einfach mal zwischen 20 und 70. Ja, das heißt, bei 70 Dollar müsstest du dann 7.000 Dollar investieren. Und jetzt gehen wir in den Results, gucken uns das an. Und hier sehen wir verschiedene Ergebnisse. Und ich nehme jetzt einfach mal den ersten und ich gucke mir einfach mal an, was ist denn hier los? Also hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Strong Buy von Barcher Technical Opinion. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Wir nehmen die jetzt einfach mal raus. Das ist jetzt Agio. Wir gucken uns mal an, was sagt denn die Trading View dazu? Gucken wir uns das an. Haben wir hier ein Open-Signal vom O4W Best Indicator. Wir sind auch oberhalb der 50 und 200 Tage-Linie. Und wenn wir uns jetzt nochmal ein Big Picture machen, ja, ich sag mal so, von wegen wäre jetzt für mich jetzt nicht der Kandidat, also solche Ausreißer, die gefallen mir natürlich weniger gut. Ich würde mir jetzt vielleicht doch einen anderen raussuchen. Da fangen wir doch mal mit AA an, den hatten wir jetzt gerade auch. Gehen wir da nochmal rein, gucken uns vielleicht erstmal an, was hier ist. Das sieht ja schon gar nicht mal verkehrt aus. Ja, gehen wir bei Alcoa rein. Und hier, das ist natürlich ganz schön. Wir sind hier auch oberhalb der 50 und 200 Tage Linie. Wir gucken uns noch mal ein bisschen die Price Overview an. Hier haben wir auch Strong Buy. Das heißt, der Kandidat, der gefällt mir schon ein wenig besser, weil er nicht solche Ausreißer hat. Wir gehen jetzt auch direkt mal in Covered Call zurück. Ja, das heißt, wir suchen uns jetzt mal die Optionen aus. Zuvor auch hier ein kleiner Test. Was sagt der Indicator, der O4W Best Indicator? Und da sehen wir auch, wir haben hier auch ein Open. Also hier war schon eine schöne Rallye, aber es ist ja immer noch aktiv. Es scheint doch ein toller Wert zu sein. Und das ist auch das, was jetzt hier von Barchart kommuniziert wird. Und wenn wir jetzt noch mal bei Seeking Alpha uns eine Meinung holen wollen, gucke ich mir auch nach. Ja, es ist bullish und Quant sagt sogar very bullish. Und hier ein ganz aktueller Artikel, Time to buy the dip. Also die Ampeln stehen hier auf grün. Ich würde natürlich noch ein bisschen detaillierter mir das anschauen. Ich habe es ehrlich gesagt auch schon gemacht, weil mir fiel dieser Name an. Nur mal nebenbei erwähnt, Klaus Kleinfeld, ehemaliger Siemens CEO. Das war ja der Nachfolger von Pira und der ist ja nachher zu Alcoa gegangen und hat da auch den CEO-Posten übernommen. Und ja, der blieb mir noch so ein bisschen
in Erinnerung, war schon ein ja, interessanter Mensch. Also Siemens hat sowieso interessante CEOs gehabt. Wenn ich jetzt noch an Peter Löscher denke und natürlich nicht zu vergessen ist natürlich auch Heinrich von Pierer. Aber back to Alcoa. Wir gucken uns das jetzt mal an, was böte sich hier an. Wir wollen keine Weeklies, wir würden lieber gerne Monthlies haben. Und was sehen wir hier? Hier haben wir schon eine kleine Auswahl an Titeln, die für uns vielleicht ganz interessant sind. Und wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, wir sind hier bei 34,02, das sind jetzt 29 Tage, das ist natürlich nicht viel. Und hier kannst du schön sehen, die IV, die implizite Volatilität, die sieht ganz schön aus. Und wenn wir uns jetzt mal den Potential Return angucken, also das, was wir, sage ich mal, maximal verdienen können durch den Gewinn der Aktie und der Prämie, wären wir hier bei 29 Tagen bei einem Strikepreis von 35 mit 8,5%. Das sind jetzt annualisiert 106,9%. Das ist natürlich gar nicht mal so verkehrt. Gucken wir uns doch einfach mal einen Monat später an, was wir da haben. Wenn wir da 35 nehmen würden, dann hätten wir jetzt, ja, ich sag mal so, ein Potential Return von 12,8%. Ist aber annualisiert jetzt nicht so viel. Also ich würde mir jetzt beispielsweise wirklich mal sagen, ich nehme die 29 Tage mit 35. Ich kriege jetzt hier ja, eine Prämie von $146. Ich habe hier noch einen Puffer von 4,49%. Das heißt, bis 32,53 bin ich noch im Gewinn. Und das sieht doch hier ganz nett aus, wenn ich mir das jetzt mal hier so angucke. Ja, das ist doch ganz schön. Hier hatten wir ja so einen kleinen, ja, bei 33, 32, wenn wir hier sind, 32,70. Was war jetzt hier der Puffer? Der war 32,53. Ist doch meines Erachtens eine ganz interessante Geschichte. Und da kann halt noch was kommen. Wenn wir jetzt bei 32,50 uns das hier anschauen. Ja, wir können es natürlich jetzt hier ein bisschen genauer machen, wenn wir uns die 32,50 als Unterstützung angucken. Dann ist es ganz nett. Die Option, die würde jetzt 29 Tage laufen. Das heißt, wir hätten jetzt eine Laufzeit bis zum 21.05. Das wäre ja dann hier, also 21.05. wäre hier, also bis hierhin müsste die Option dann gehen. Und wir haben gesagt, bis 35 würden wir auf jeden Fall den Strike setzen. Ja, den würden wir uns dann hier bis 35 setzen. Machen wir einfach mal. Und ich denke, ja, das ist auf jeden Fall, also hier ist der Bereich, da sind wir smooth und wenn die Aktie hochschießt, sage ich ganz ehrlich, so what, dann kriegen wir sie aus dem Depot genommen, haben aber trotzdem unseren Return bei den 29 Tagen. Das sind jetzt hier 7,6% auf Alcoa. Das ist doch ganz nett. Also da würde ich sagen, von wegen, das machen wir jetzt. Also wir kriegen hiermit $146 Prämie, also jetzt nur die Prämie bei 34,06 ist die jetzt. Das heißt, wenn wir jetzt kaufen würden, kriegen wir 146 durch 34,06. Da haben wir schon alleine an der Prämie 4,3% verdient und den Rest natürlich aus der Differenz zwischen der 35 des Strikepreises und den 34,06, die wir gerade hatten. Also, es sieht ganz gut aus. Mir gefällt diese Aktie, mir gefällt diese Prämie, mir gefällt dieser Verdienst, also die Rendite, die wir potenziell hier haben. Und ich sage ganz ehrlich von wegen, das ist eine Sache, die man de facto öfter machen kann. Ja, ich hoffe, das hat dir jetzt gefallen von wegen und du hast das ein oder andere mit rausgenommen. Du siehst, man kann mit dem Covered Call doch ganz gut verdienen und man geht auch nicht zu viel ins Risiko. Also das Risiko liegt hier nicht in der Option, das Risiko liegt in der Aktie. Deshalb sollte man sich schon Werte aussuchen,
auf die man auch setzt und nicht auf irgendwelche super spekulativen Werte, die man eigentlich gar nicht in seinem Depot haben möchte. Ja, ich sage jetzt, das war's von meiner Seite und bye bye. Ich habe dir jetzt gezeigt, wie ich über barchart.com das richtige Underlying für die Covered Call Strategie finde. Und eins kann ich dir versprechen, wenn du ein richtiges Underlying gefunden hast, dann ist diese Strategie wirklich, wirklich profitabel. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du diesen Kanal jetzt abonnierst. Ich freue mich zudem über jeden Daumen hoch und über jedes Kommentar. Zudem verweise ich wie immer gerne auf meine Social Media Kanäle Instagram und Facebook und natürlich auch auf meine tolle Homepage optionsforwinners.de. Ich wünsche dir weiterhin einen schönen Tag und wie immer sage ich zum Ende Happy Trades, bye bye.